Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Lumberjack-Video. So, wir waren gestern stehen geblieben, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Verschmutzer des Sees. Deswegen sind wir jetzt mal zum Bürgermeister gefahren und quatsch mal mit dem. Ja? Ist bekannt, dass einer der Seen im Norden verschmutzt ist? Ich habe einige Gerüchte darüber gehört. Und weiter? Und wenn es so ist, es gibt viele Seen in der Gegend. Ich würde sagen, vergiss es, sonst bekommst du Ärger, mein Freund. Aha. Gehört dir dieses Hotel? Mir gehören viele Dinge hier in der Gegend. Viele, viele Dinge. Wie das alte Sprichwort sagt, man braucht Geld, um mehr Geld zu verdienen. Ich muss jetzt gehen. Okay, Bis der hat später. einen dezenten Dachschaden, dieser komische. Ja. Bürgermeister, ne? Würde ich mal so nebenbei behaupten. Ja, und es ist soweit. Wir haben heiligen Abend bei heute. Also schon mal frohes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit mit eurer Familie, Freunden, Bekannten. Ne? Und ja. Lasst euch schön bescheren, tut schön speisen. Und ein frohe Weihnachten wünscht euch hiermit für das Pfälzer Let's Play. Ne, von mir, Timo und der Mine auch, aber die genießt heute mal ihren freien Tag und ist noch im Land der schlafenden Bäume. Ja, die pennt doch ein bisschen. Die muss sonst immer unter der Woche sehr früh aufstehen, deswegen lass mal sie heute mal ein bisschen länger schlafen. Ihr und die Kinder. Deswegen bin ich schon lange wach. Jo. Kinder freuen sich schon auf die Geschenke, war ja klar. Kinder halt, ne? Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr schon beschert habt und das Video draußen ist, was wir so bekommen haben. Ne? Ich und die Mine sind so eingestellt, wir schenken den Kindern was, unseren Freunden, aber uns persönlich nichts. Warum? Ist ganz einfach. Wir kaufen uns das, was wir brauchen, so oder so. So 80% ist das, was wir brauchen, sowieso immer für uns beide gedacht. Und von da aus haben wir gesagt, werden wir das Geld auf Seite legen für das, was wir uns für Geschenke geholt haben und dann demnächst was holen dafür. Ja. Wir haben uns gedacht, wir werden dann uns was, so einen, ach, wie heißt das, SingStar für die Switch holen. Ja. Werden euch aber nichts auf vorträllern, das wollt ihr nicht hören, glaubt's mir, das wollt ihr wirklich nicht hören. Da kriegt ihr eher, ja, Ohrenbluten, wie dass ihr was Angenehmes hört, also von mir. Die Mine hat eine gute Stimme, aber ich bin da eher so, ne. Ja, unsere Äpfel sind gewachsen, wie in der gerade gesehen haben, ne? Da werden wir bald mal ernten. Vielleicht reicht die Zeit heute noch dafür, dass ich mal wieder alles ernte. Die Kühe müssen noch gemolken werden, Eier noch rausgeholt werden. Ja, noch gut zu tun. Aber jetzt gehen wir erstmal zu diesem Logan. Mal gucken, was der von uns will. Hi. Oh, hallo, mein Freund. Brauchst du meine Hilfe bei irgendwas? Nicht jetzt. Tut mir leid. Irgendwelche neuen Gerüchte? Einige sagen, dass es hier einen neuen Mann gibt. Er betreibt das Sägewerk und hilft angeblich den Menschen. Es wäre toll, ihn einmal zu treffen. Ja, das ist sehr schlau, Auf dass du ihn so krass Wiedersehen. war. Also, gibt es was Neues? Ich habe mit Leuten gesprochen. Ich glaube, Ryan kommt nicht in Frage. Er liebt diese Berge und er schien schockiert zu sein. Ja, das stimmt. Vielleicht war ich zu voreilig, ihn zu verurteilen. James scheint auch unschuldig zu sein. Ich meine, das würde sein Geschäft völlig ruinieren, oder? Seen sauber zu halten scheint in seinem besten Interesse zu sein. Ja, das ist richtig. Aber ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen. Und? Nun, am Anfang schien er nett und freundlich zu sein. Du kennst ihn gut, oder? Aber ich fragte ihn nach dem See und er hat mich schroff zum Schweigen gebracht. Er sagte, es sei nichts und weiter, ich solle mich aus Schwierigkeiten raushalten. Das hat er getan?
Nicht wirklich. Nun, wenn er dahinter steckt, wird er schwer zu überführen sein. Aber wir müssen ihn aufhalten, egal was passiert. Aber wie? Der Bürgermeister ist wohlhabend und mächtig. Ihm gehört ein großer Teil dieses Landes. Wir müssen ihn überführen und alles an die Öffentlichkeit bringen. Erstmal müssen wir aber noch auf eine gute Gelegenheit warten. Komm wieder, wenn du eine Möglichkeit siehst. Dann finden wir einen Weg. Das werde ich. Wir sprechen uns bald. Ja, ja, der böse, böse Bürgermeister. Einzigartige Truhen finden. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, wo mein Auto steht, da vorne. So, was machen wir denn? Job deines Lebens. Achso, wir sollen jetzt James. Ja, dann fahren wir jetzt mal zu dem, ne? Job deines Lebens. 10.000 Sozialpunkte. Ja, dann gehen wir jetzt mal dahin. Mal gucken, was wir als nächstes tun. Eine kleine Fahrding, nehmen wir euch mal mit. Kann ich nochmal Stopp drücken. Heute kommt nur ein kurzes Video hoch, weil heute Abend ist hier ein Livestream, ne? LS22, ja, ja. Da gab es auch von der Niemandsland ein Update. Da werde ich heute später noch alles vorbereiten für. Dass auch diesmal gleich alles funktioniert und nicht erst wie bei dem anderen Stunden später. Hoffe, dass das Internet gut auch mitmacht heute, trotz dem, dass die Leitungen später wieder überlastet sein sollen, weil alle daheim sind. Und ja, und dann geht's heute Abend los und dann zockt die Mine und ich mal zusammen. Ne? Diesmal nicht nur ich, sondern da ist die Mine nämlich auch mit dabei. Deswegen kann die Mine euch die Fragen nicht so gut beantworten. Außer natürlich, weil sie hat nur einen Monitor. Das ändere ich demnächst mal. Demnächst kriegt sie auch mal zwei Monitore. Und dann kann sie auch doppelt. Also alles mitsehen. Und ja, bei mir ist das einfacher. Ich habe mehrere Monitore. Und dann werde ich eure Fragen beantworten. Oder die Mine halt. Oder das die Mine vorlesen. Dass sie die Fragen dann beantworten kann. So, wo geht's denn da hin? Das soll doch vorne sein. Ja, guck mal, da wäre ein Weg gewesen. Da fahren wir mal hier lang. Guck mal, da steht sogar noch Bretter von uns. James, hast du eine Minute Zeit? Klar, was brauchst du? Ich habe gerade mit dem Bürgermeister gesprochen. Er hat sich beschwert, dass du deinen Teil der Abmachung nicht pünktlich erfüllt hast. Vielleicht nicht gerade meine Angelegenheit, aber wie ist das so? Ich muss wissen, ob es in Ordnung ist, mit ihm zu arbeiten. Oder du? Nun, das stimmt. Das habe ich nicht. Ich bin nicht stolz darauf, das kann ich dir sagen. Aber er hat mir die Erlaubnis für diesen Sommerresort-Deal entzogen. Ich habe mein ganzes Geld in diese Investition gesteckt. Wie könnte ich etwas anderes tun? Ohne das stehe ich kurz vor dem Bankrott. Dieser Mann will mich in der Gosse sehen, das sage ich dir. Er drängt mich, das umsonst zu tun und ihm obendrein den Großteil meines Gewinns zu geben. Das ist eine harte Art, Geschäfte zu machen, selbst nach Firmenstandards. Und ob? Wenn ich diese Erlaubnis nicht bekomme, bin ich einfach erledigt. Und das weiß er sehr gut. Vielleicht rede ich mal mit ihm. Mal sehen, was sich machen lässt. Alles würde helfen, wirklich. Na, jetzt müssen wir wieder zu diesem Bürgermeister gehen. Und dann wieder zurück. Auf zum Bürgermeister.
Ja, heute fahren wir viel Auto. Aber dafür, soweit ich noch weiß, gibt es dann demnächst ein sehr großes Bauding. Da soll man, glaube ich, Sommerhäuser bauen. Da gucken wir mal, ob man hier viele Abkürzungen fahren können durch den Wald. Ja. Dann werde ich auch gleich mal anfangen, Essen vorzubereiten. Wir bescheren mittags. Warum? Da war damit was zu tun, dass die Kinder ein bisschen damit mit dem Spielzeug spielen können und allem drum und dran. Ne? Mit ihren Spielsachen, die sie bekommen, und auch nur noch was zu tun haben und nicht abends auspacken und eine Stunde Entschuldigung, und eine Stunde später schon ins Bett zu gehen. Was meine, aber komme ich da durch? Bestimmt, oder? Ja, passt doch. Ne, und dann nicht eine Stunde später schon ins Bett müssen, so können sie den ganzen Tag schon damit spielen, dass wir oben zuhören, dass sie oben ins Bett gehen können oder, ja okay, die Älteren noch ein bisschen mitgucken können und dann schlafen gehen. Ja. Ja. Ich weiß, es gibt auch Straßen hier, aber Offroad fahren macht mehr Spaß. So, jetzt glaube ich, muss ich aber Straße nehmen. Hier komme ich nicht weit. Ah ne, doch, hier kann ich noch abfahren. Hier können wir noch abfahren. So, ist doch schön. So, wollen wir da hoch? Ne, da hoch wollen wir nicht. Das heißt, wir fahren hier runter. Oh, guck mal, da sind wir doch schon bei unserem Hof. Haha. Da sind wir an unserem Hof. So, im Gewächshaus wächst alles schön. Die Äpfel wachsen schön. Ja, fahren wir mal hier lang. Noch genug Tank drin. Hoppala, da wollte ich eigentlich nicht rein. Guck mal, da steht unser Traktor. Ja. Vielleicht kaufen wir den, wenn wir irgendwann gut Geld haben und nichts mehr kaufen müssen, wieder zurück. Da müssen, fahren wir hier lang. Ja, fahren wir hier lang. Da ist eine Sprungpiste oder eine Sprungschanze. Das wäre cool gewesen, wenn man das so mit Winter, Schnee und dass man das alles richtig sieht. Ich glaube nicht, dass es sich ändern wird. Das Spiel wäre eigentlich noch echt viel ausbaufähig. Ich fand es schade, dass es keine Schafsweide für meinen Hof jetzt gab, dass die ganze Zeit bei den Äpfeln stehen, die Schafe. Oder falls ich mich auch irren sollte, dann schreibt es mal rein, falls es doch irgendwo eine Schafsweide geht, wo ich meine Schafe drauf machen kann. Weil eigentlich hat es ja gehäß in der Beschreibung, dass der Hund die Schafe auf die Weide bringen kann. Aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie das geht und ob das funktioniert. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, ob das funktionieren würde. Und wenn ja, wie? Weil die sind dezent stressig, wenn die da die ganze Zeit an der Äpfel stehen. Da muss man nämlich immer rumgucken, wie du nämlich am besten weg kannst. So, wie da lang hoch? Ja. Dann sind wir ja gleich schon da und dann schwätzen wir mit dem. Und dann war es das auch schon für heute, für dieses Video. Bald schon. Denk dran, schön abonnieren, ne? Noch 2 Leute, dann haben wir unsere 20, das Jahresziel geschafft. Von da aus schön die Abo-Taste drücken. So, stellen wir hier ab. Und dann auf zu diesem bösartigen Bürgermeister.
Ah, oh, du bist es wieder. Wie kann ich helfen? Ich habe mit James über sein Resort-Geschäft gesprochen. Und? Nun, du hast mir erzählt, dass du seine Baugenehmigung gestrichen hast. Er hat dir das gesagt, oder? Nun, dafür ist Macht ja da. Das Leben ist nicht billig, mein Freund. Das ist es einfach nicht. Also, was ist? Würdest du in Betracht ziehen, ihm zu erlauben, seinen Job zu beenden? Ja, natürlich. Für einen Preis. Er hat sich geweigert zu zahlen und es ist nicht gut für ihn gelaufen. Aber vielleicht könntest du seine Meinung ändern. Oder, ich habe eine bessere Idee. Du siehst, ich bin ein vernünftiger Mann. Ich mag es auch nicht, Zeit zu verschwenden. Mein Angebot ist folgendes. Du arbeitest für ihn als Auftragnehmer und die Hälfte des Geldes, das er dir zahlt, geht an mich. Was sagst du dazu? Ja, das machen wir, ne? Na gut, ich mach's. Na gut, ich werde dann das Büro benachrichtigen. Komm wieder zu mir, wenn du mein Geld hast. Ja. Das haben wir. So. Das war's für dieses Video. Wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal, was wir da alles machen werden. Ja, schaltet wieder ein. Wenn es heißt, wir helfen dem bösartigen Bürgermeister. Jo. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Genau. Und schön Abonnieren-Taste drücken, ne? Dass ihr auch schön alles weitere von unseren Videos erfährt. Und damit ihr es gleich erfahrt, wenn wir es raussenden, die Glöckchen aktivieren. Dass auch alles schön funktioniert. Ja, schaltet heute Abend ein, ne? 21 Uhr, Livestream, LS22. Wir zocken zusammen. Und naja, ja, und ansonsten noch ein frohes Fest. Lasst euch fleißig bescheren in euren Freunden und Familienkreis. Und ja, ansonsten noch einen schönen Abend. Bis heute Abend. Ciao, Leute. Ich mache das.